also ich persönlich habe es noch nicht gemacht, mal auf so einer Rennstrecke mich professionell anleiten zu lassen, wie gewisse Dinge funktionieren. Und auf der anderen Seite hat es definitiv auch einen Sicherheitsaspekt. Also man muss sagen, hier sind natürlich auch 19-, 20-Jährige dabei, die fahren auch Autos, die können auch ein bisschen was, die Autos. Und von daher, finde ich, kann man das gut verbinden. Und ich bin jetzt das dritte Mal im Zillertal und ich habe hier Rafting gemacht und Canyoning gemacht und es gibt Leute, die sind das siebte oder achte Mal hier. Und ich fand, es ist was anderes und es ist was Nützliches mit was Angenehmem zu verbinden. Deshalb freue ich mich drauf.